einen Button in WordPress erstellen und einfügen. Interne und externe Verlinkungen sind ganz wichtig für deine Website. Und um einen Link optisch hervorzuheben, macht es natürlich Sinn, dass du nicht einen Text unterstreichst mit einem Link, sondern einen Button entsprechend einfügst. Und genau das werde ich dir in diesem Video zeigen. Damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Pfeil. Und wenn dir solche Videos gefallen, gib dem Video bitte einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und jetzt wechseln wir direkt zu WordPress. Ich erstelle mal eine neue Seite. Nenne die jetzt einfach Buttons. Vielleicht kurz vorab, das hier ist die Website. Das ist nur eine reine Test-Website und du siehst, hier ist die Standardfarbe blau gewählt. Und wenn wir jetzt nämlich einen Button erstellen, wir klicken dazu links oben auf das Block, auf das Plus-Symbol, suchen nach Button und dann hast du hier Buttons. Und das ist hier genau dasselbe Blau, ändert jetzt die Farbe, wenn wir darüber gehen. Das heißt, die Standardfarben von deinem Theme werden hier direkt übernommen. Das heißt, das passt farblich gleich direkt zusammen. Wir können dem Ganzen jetzt einen Text geben. Button 1 als Beispiel. Verlinken das Ganze. Hier ist immer wichtig, dass du mit https://// startest. Dann www.oliverpfeil.de ist meine Website und wir sagen in einem neuen Tab öffnen. Damit hast du jetzt mal den Button standardmäßig so erstellt und er funktioniert auch schon. Und auf der rechten Seite, du siehst es hier nur noch nicht, ich muss mal etwas zusammenschieben. Auf der rechten Seite, wenn du den Button angeklickt hast, hast du natürlich die Möglichkeit, von den Standardfarben abzuweichen. Du hast hier die Möglichkeit, die Breite zu definieren, kannst den Button größer gestalten. Du kannst hierbei erweitert noch ein paar zusätzliche Infos geben oder hier auf die Gestaltung gehen. Sagst du, möchtest es als Kontur haben oder gefüllt? Kannst sagen, ich möchte den Hintergrund jetzt eigentlich aber in einer anderen Farbe haben. Du kannst hier die Abstände definieren, hast hier also einige schöne Möglichkeiten dazu. Und du kannst natürlich hier auch den Radius definieren, wenn du hier keinen runden Button haben möchtest. Das heißt, du kannst das auch schön auf deine Bedürfnisse anpassen. So funktioniert das mit dem Gutenberg-Editor. Und jetzt habe ich aber noch eine kleine Empfehlung für dich. Dazu wechsle ich nur mal kurz zurück zur Präsentation. Wenn du moderne Inhalte gestalten möchtest, also nicht nur einen schönen Button gestalten, sondern deine komplette Seite nicht mit dem Gutenberg-Editor, weil der ist ja doch ein wenig schwerfällig, etwas moderner gestalten möchtest, gibt es hier entweder den Thrive Architect oder den Elementor. Schau dir diese beiden Dinge gerne einmal an. Das sind visuelle Editoren, die vom Prinzip her dem Gutenberg ähneln, aber viel einfacher in der Handhabung sind, viel mehr Vorlagen bieten und diese Editoren sind einfach nicht ganz so schwerfällig, wie es vielleicht beim Gutenberg-Editor manchmal wirkt. Wenn du mit dem Gutenberg-Editor happy bist, alles gut an dieser Stelle. Falls du nicht ganz happy mit dem Editor bist, sieh dir diese beiden Seiten einmal an. Ansonsten findest du auch auf meinem YouTube-Kanal zu diesen beiden Page-Bildern zusätzliche Videos. Jetzt wäre meine Bitte, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal und dann sehen wir uns bei einem weiteren Video einmal wieder. Ciao und bis bald, dein Oliver Pfeil. Thank you.